Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Icarus. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wie ihr seht, unser Holzhaus steht noch. Der Sturm ist tatsächlich so vorbeigezogen, ohne dass der Blitz bei uns ins Haus eingeschlagen ist. Es hat zwar ordentlich geblitzt und gekracht, aber unser Haus ist diesmal verschont geblieben. Wissen wir es also jetzt auch schon mal, dass der Blitz, auch wenn sich die ersten Folgen so angefühlt hat, doch nicht jedes Mal bei uns ins Haus einschlägt. Ja, Lieben, ihr habt somit also auch nichts verpasst. Ich musste kein weiteres Mal gegens Feuer ankämpfen, nur gemütlich ein bisschen am Feuer stehen hier. Ja, dann haben wir letzte Folge ja auch das erste Missionsziel geschafft, den ersten Scan durchgeführt. Zwei weitere warten noch auf uns und wir sind zum Ende der letzten Folge Level 10 geworden. Wir können jetzt also auf Rang 2 Baupläne dann zugreifen, sobald wir die Werkbank gelernt haben, die wir jetzt lernen können. Und ich glaube, wir können die auch gleich schon bauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich würde sagen, erstmal legen wir uns ins Bett, sorgen für neues Tageslicht, dann gucken wir, dass wir die Werkbank aufbauen, gucken, was wir damit anfangen können und dann machen wir uns natürlich auf den Weg zu unserem nächsten Missionsziel, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit, auch wenn unser Missionstimer da oben was anderes anzeigt, ihr Lieben. Das ist ein Bug, auch ein bekannter Bug, auch ein Bug, der eigentlich schon behoben sein sollte. Ich glaube, schon seit letzter Woche kam irgendwie ein Patch oder ein Hotfix. Ja, hat anscheinend nicht ganz geklappt. Wir haben hier noch den Missionstimer-Bug, der dann da oben eine falsche Zeit anzeigt. Wir haben eigentlich noch ungefähr einen Tag und 20 Stunden und danach sollten wir uns auch richten, denn so haben am Anfang in der Release-Version und auch in der Beta ein paar Leute quasi ihre Mission sozusagen verloren, weil sie dachten, sie haben noch mehr Zeit. Und dann ist die Mission plötzlich abgelaufen. Also wie gesagt, wir haben noch ungefähr einen Tag und 20 Stunden. Ist ein bekannter Bug. Wird bestimmt demnächst gefixt. Ist auch nicht schlimm. So, ab ins Bett. Wir wissen ja, wie viel Zeit wir noch haben. 7 Uhr morgens, neuer Tag. Unser Haus hat es gut überstanden. Lassen wir erstmal frische Luft rein. Besonders auf dem Planeten hier, wo man sie nicht atmen kann. Dann nehmen wir erstmal einen Schluck frische Luft aus unserem Oxidator. Essen noch eine Kleinigkeit. Fleisch haben wir jetzt wirklich genug. Die war letzte Folge dann auch da in dem ersten Spot. Gegen zwei Bären kämpfen muss, beziehungsweise ja, kämpfen muss. Wir haben uns ja ganz gut versteckt vor denen. Ein paar Wölfe kamen auch noch angerannt. Aber insgesamt ging es ganz gut. An den anderen Spots warten auf jeden Fall auch Gefahren auf uns. Habt ihr auch schon geschrieben. Mal gucken, ob es da auch irgendwelche Plätze gibt, wo man sich einigermaßen gut verstecken kann. Oder ob wir uns vielleicht sogar einfach ein bisschen Baumaterial mitnehmen. Dass wir uns da eventuell sowas wie einen kleinen Hochsitz oder sowas bauen. So ein bisschen wie, wie wir das zum Beispiel auch gemacht haben. Welches Spiel war denn das? In Subsistence, genau. In Subsistence, wo man dann auch mal weiter raus musste, um auf die Jagd zu gehen. Wo wir uns dann auch dann verschiedene, an verschiedenen Spots so ein paar Hochstände gebaut haben. So, können wir hier nochmal was nehmen? Ja, können wir. Alles klar. So, als erstes gucken wir aber jetzt mal auf unsere Technik hier wegen der Werkbank. Ihr Lieben, Talente hatte ich schon verteilt dann noch, weil ich mich eben in der Nacht noch vorbereiten wollte fürs Feuer bekämpfen. Da habe ich nochmal was auf Resistenz und Regeneration gegeben. Und jetzt kommen wir aber hierzu. So, Rang 2. Bin ich gespannt. So, hier ist die Werkbank. Die lernen wir erstmal. Und dann schalten wir jede Menge Neues frei. Letzte Folge haben wir auch schon so ein bisschen geguckt. Zuerst mal hier nach Schmelzofen und Amboss natürlich. Kam auch von euch in den Kommentaren rein. Ich habe natürlich geguckt, erstmal natürlich hier wegen Eisenwerkzeugen. Aber ihr habt geschrieben, man braucht wohl auch hier das, um dann später mit Stein zu bauen. Allerdings brauchen wir dafür noch ein paar Level, wenn man hier so guckt. Oh, was haben wir hier? Textilwerkbank. Das ist ja cool. Für noch bessere Rüstungen. Kräuterkundebank. Was gibt's denn hier alles für coole Sachen? Das haben wir hier. Mörser Stößel. Hab ich schon geguckt. Was war das hier? Eine Kochstelle noch? Anbaufläche, genau. Häutungsbank. Was mit Level 2? Trophäenbank. Taxiderm. Das ist ja cool. Das ist ja auch wie ein Ark. Kann man sich einfach Trophäen auch aufschieben? Kann man sich hier die Tierchen. Ist ja fies. Ausstopfen und dann ins Haus stellen, so als die Grizzly-Trophäe. Aber auch cool. Ich meine, in Ark hatte ich auch ein ganzes Museum mit allen möglichen Dinosauriern dann voll. Was haben wir hier noch? Langbogen. Und ich glaube, den lernen wir erstmal. Können wir den gleich bauen? Trinkschlauch. Könnte auch nützlich sein. Blitzroute. Der Blitzableiter. Kupferbarren. Haben wir noch nie gefunden. Kupfer und Eisen haben wir auch noch nie gefunden. Ich glaube, es gibt es aber auch in den Höhlen. Da muss man erstmal eine Höhle finden. So, was lernen wir denn dann noch? Ich würde sagen, dann machen wir erstmal auf jeden Fall den Bogen. Und dann doch schon hier Schmelzofen. Weil den brauchen wir auf jeden Fall, um natürlich erstmal Erze einzuschmelzen. Und einen Amboss brauchen wir, um Erze zu verarbeiten. Und wir brauchen erstmal überhaupt Erze, um einen Amboss bauen zu können.
Okay. Oder lernen wir erstmal so einen Trinkschlauch? Ich glaube, wir lernen erstmal so einen Trinkschlauch, weil, ich habe doch geschrieben, Stein kommt dann mit Level 15 oder so erst. Sie, ganz hier hinten. Ist das hier? Ja, hier. Ach, hier, Bank für Steinmetzarbeiten gibt es auch noch. Alles klar, also gut, dann müssen wir erstmal so noch. Da sind wir, haben wir noch ein bisschen, bis wir das erreichen. Müssen wir also noch weiter mit Holz bauen. Aber vielleicht könnte man sich ja hier dann schon mal in unser Holzhaus irgendwie einen Blitzableiter können wir vielleicht schon mal anbauen. Oh, ich bin so begeistert von dem Spiel tatsächlich. Ich finde, das wird immer besser, würde ich sagen, hier. Okay, so weit, so gut. Dann gucken wir mal, können wir die jetzt auch gleich herstellen? Zeig mal her, Werkbank, Werkbank. Da, Werkbank. Können wir? Okay, herstellen. Bin gespannt. Und dann können wir vielleicht auch gleich einen Langbogen herstellen. Das wäre natürlich cool. Und die Kiste haben wir auch schon. Ich glaube, ich packe auch mal eben hier kurz. Haben wir ja schon die Felle einsortiert. Ein bisschen was habe ich noch gesammelt zum Abend. So, dann das da rein. Bisschen Leder, ein bisschen Felle habe ich einsortiert. Haben wir das schon mal Platz geschaffen. So, die kann dann einfach mal. Okay, so sieht die aus. Dann kommt die hier und das Fenster. Auf der anderen Seite zur Not noch eine Kiste. Aber wir haben auch die etwas größere Kiste jetzt schon gelernt. Okay, Leute, da steht unsere Werkbank. Alles klar. So, was können wir hier? Oh, klar, alles klar. Hier bauen wir den Trinkschlauch. Ah ja, klar, war ja ein Werkbankrezept. Okay, ich glaube, wir bauen uns erstmal einen Trinkschlauch. Okay, du kommst mit. Zack. Und dann hier Langbogen. 25% mehr Projektilschaden. Plus ein Munitionsschaden. Okay, ist aber langsamer, ne? Plus 300 Feuerrate und plus. Aber mehr Schaden nehmen wir. Wie cool. Langbogen. Alles klar. So, dann schmeißen wir den hier. Schmeißen wir direkt. Ist das der richtige? Jetzt ist der Holzbogen, ne? Ja, Holzbogen direkt zerstören. Die können wir immer wieder neu bauen. Falls wir einen brauchen, aber erstmal den hier. So. Okay, Pfeile haben wir uns einige noch hergestellt. Letzte Folge auch noch. In der Nacht habe ich auch noch ein paar hergestellt. Müsste soweit reichen. Wir können noch ein paar herstellen. Und dann, was haben wir da noch? Seile. Für was braucht man die? Kann, wird nicht angezeigt. Und hier bauen wir auch die. Können wir auch schon. Noch ein paar mehr Steine haben, könnten wir die auch schon bauen. Aber brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Wir haben noch nicht mal eine Höhle. Wir müssen erstmal eine Höhle finden, würde ich sagen. Ich sage, erstmal gehen wir los. So, nochmal hier. Frischen Sauerstoff. Nochmal was essen. Das war voll geboostet. Wir haben jetzt ein Stück Strecke vor uns. Vielleicht nehmen wir uns. Obwohl, ja, wir finden genug unterwegs, denke ich. Essen findet man genug. Wir nehmen auf jeden Fall was zu trinken mit. Ist ja cool. So, haben wir den jetzt hier? Wie? Trinken? Haben wir jetzt. Ach so, alles klar, wird automatisch mit aufgefüllt. Okay, dann trinken wir nochmal was. Sehr schön, auch heute ohne Pieselotten vom Wolf. Dann Pfeil und Bogen. Wir sind ausgeruht. Wir haben das. Erste Missionsziel haben wir ja. Letzte Folge waren wir ja hier oben. Karte, wo bleibst du? Und dann habe ich gesagt, gehen wir jetzt hier runter und danach noch einmal ganz nach oben. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier oben um See rum, wo wir schon mal so ein bisschen rumgelaufen sind, dann dem Fluss vielleicht ein bisschen nach. Und genieße erstmal die schöne Landschaft. Pass auf, dass wir irgendwo reinstolpern. Und da bin ich, da drüben ist schon Wolf. Ich sage, nehmen wir aber mit, ne, für die Erfahrungspunkte. Gucken wir mal unseren Langbogen. Okay. Und mit Knochenpfeilen. So, einmal schnell rüber. Ich weiß immer noch nicht, ob es nicht doch irgendwas gibt, was im Wasser auf eventuell auf uns lauert. Deswegen möchte ich nicht so lange Strecken schwimmen. Jetzt wir hier doch von einem Piranha-Schwarm irgendwie mal überrascht werden. So, hol den schnell. Und dann wieder raus hier. Zack, mitnehmen. So. Bin sehr, sehr gespannt. Oh, wir nehmen auch am besten gleich ein bisschen Oxid noch mit. Auf jeden Fall. Bin sehr, sehr gespannt, was da an dem zweiten Punkt auf uns lauert. Und ob wir da auch eine Möglichkeit haben, uns wenigstens irgendwo zu verstecken oder irgendwo raufzuklettern. Wenn nicht, werden wir uns irgendwie einen Hochstand bauen oder so. Irgendwas Kleines. Wenn ihr auch gleich schon zu Hause jetzt was bauen könnt, ein bisschen Baumaterial schon fertig mitnehmen. Aber egal, ich jetzt erstmal so los und gucken. Dip-dim, du da rein. Das gleich wegconsumed. Okay, weiter geht's. Ein Stück Strecke haben wir doch vor uns.
Aber der Tag fängt doch gerade erst an, 8.37 Uhr. Zeit haben wir auf jeden Fall. So, springen und schwimmen. Sei, wir werden vom Wetter noch böse überrascht. Mal sehen, was da noch auf uns wartet. Ich bin so, so gespannt, was überhaupt alles noch auf uns wartet. Ganz, ganz tolles Spiel. Und wie gesagt, mir gefällt auch dieses ganze Missionsbasierte hier. Und auch, dass man immer wieder mal neu anfängt. Weil man dafür ja seinen permanenten Fortschritt am Charakter behält. Unsere Level-Ups, alles, was wir gelernt haben, die Rezepte und eben auch die permanente Ausrüstung, die man dann kauft durch die Belohnung, die man freischaltet. Bin ich auch sehr gespannt, was wir dann eventuell schon machen können, weil wir kriegen ja hier jetzt schon für die Mission, wenn wir sie schaffen, kriegen wir ja schon 100 Credits. Hase. Und man kann ja dann auch später auf die Mission auch so noch irgendwie in den Höhlen, wenn man dann mal eine findet, wohl auch diese seltenen Materialien, Mineralien, so Mineralien finden, diese Exoten, und davon auch ein bisschen was mit nach oben bringen. In der Landekapsel hat man dafür ein paar Felder Platz, irgendwie, wo man ein bisschen Fracht mitnehmen kann. Einfach super. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht durch, so wie das übrigens aussieht. Nee. Wir müssen hier irgendwie einen Bogen durchs Tal, oder kann man hier irgendwie... Kommt hier vielleicht schon irgendwo eine Höhle? Oder ist das vielleicht in der Höhle drin? So, Waldbeeren nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Augen und Ohren offen halten. So, hier in einen Wolfsrudel reingeraten. Oder in Bären. Die waren ja richtig riesig. So, wir kamen die trotzdem nicht auf unseren Felsen rauf. Da hat man gerade noch Glück. So, ein bisschen kleiner und die wären da wahrscheinlich raufgekommen. So, nee, hier kommen wir nicht rum, ne? Nee. Okay, da müssen wir hier unten weiter. Wir laufen noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen was auf Bewegungsgeschwindigkeit noch gegeben in den letzten Talentpunkten. Ja, und auf... Dann noch auf Resistenzen und Regeneration. Muss aber auch der zweite, wir brauchen auch die Ausdauerregeneration muss voll sein, müssen dann noch den zweiten Punkt auch noch drauf geben. Das geht mir immer noch zu langsam. Huch, wo wollen wir denn hin? Das hat auf jeden Fall ganz komisch geknurrt. Ich glaube, der Weg ist weiter als gedacht, weil wir hier so einen Bogen laufen müssen. Alles klar. Ah, die Landschaft ist einfach mal wunderschön. Ne? Die Lichtstimmung und so, hier wie das gemacht ist. Ganz fantastisches Spiel. Dazu wunderbare Wettereffekte, toller Sound, tolle Feuermechanik, Sturmmechanik. Ich bin absolut begeistert. Und es gefällt mir auf jeden Fall, desto länger wir jetzt spielen, gefällt es mir auch immer besser. Jetzt schon. Ich meine, wir sind jetzt auch schon lange in der ersten Mission unterwegs, weil wir auch zweimal, dreimal unsere Hütte neu aufbauen durften. Aber auf die Weise sind wir jetzt auch schon Level 10. Na egal, lass mal laufen. Wir gucken erstmal, dass wir jetzt uns auf die Mission konzentrieren. Wie weit müssen wir denn jetzt hier noch rum? Okay, hier unten sieht es aus, wenn wir rauskommen aus dem Tal. Bin ich gespannt, was da auf uns wartet. Können jetzt eigentlich nur noch irgendwelche Monster sein. Wenn es noch schlimmer wird als Bären. Kommen die ersten Aliens schon an. Wo ich glaube, so früh nicht. Irgendwas knistert hier auch mit uns durchs Unterholz. So, weiter geht's. Das muss auf jeden Fall noch bis dahin schaffen. Da müssen wir ja gucken, dass wir irgendwie, wie es da aussieht. Und dann müssen wir es auch noch wieder zurückschaffen, bevor es dunkel wird. Jetzt haben wir es doch schon gleich 11 Uhr. Wir haben noch einiges an Schwefel. Brauchen wir auch für die Bodenfackeln, haben wir ja geguckt. Oxid nehmen wir, glaube ich, nochmal ruhig ein bisschen mit im Vorbeigehen. Wahrscheinlich schon wieder einiges verbraucht. Hopp, hopp. Dipp. Und das gibt. Wir sind ja schon fast auf dem Weg zu Level 11 hier. Das geht schon gut. Aber am meisten gibt es tatsächlich fürs Jagen und Verarbeiten von denen und fürs Bauen. Das ist mir auch, deswegen haben wir auch so schnell Level gemacht. Man kriegt über 100 Erfahrungspunkte für das Bauen einer einzigen Wand. Und was ihr auch geschrieben habt, was auch gut XP bringt, ist einfach Verbände machen. Einfache Faserverbände hier. Von denen wir uns ja auch ein paar hergestellt haben. Bringt auch schon 80 Erfahrungspunkte. Kann man sich also auch mal hinstellen, irgendwie einen Riesenhaufen Fasern sammeln. Und dann einfach mal 50, 60 Verbände durchcraften. Hat man auch schon ein bisschen was. So. Ich würde sagen, wir essen auch mal einen kleinen Happen. Essen hier was, füllen das auf. Essen noch was und dann passt das wieder. Und unser Trinkschlauch verliert aber so auch alleine Wasser, sehe ich gerade. Jetzt haben wir einen kleinen Schluck genommen.
Okay, der verliert alleine Wasser. Der ist nicht ganz dicht. Ist aber ärgerlich. So ein Lederschlauch, der muss doch wasserdicht sein. Okay, also kann man damit nicht dauerhaft Wasser mitnehmen. Hat zwar so einen kleinen Vorteil, aber es verbraucht sich auch ganz schnell, finde ich. Irgendwie, da kann man auch Beeren sammeln. Würde ich fast behaupten. Oder Kürbisse, Reh. Ich dachte kurz, es ist ein Wolf. Ich habe nur irgendwas im Busch sitzen sehen. Nur ein Reh. Alles gut. Ja, unsere ersten Abzeichen haben wir ja auch schon gewonnen, da wir so lange unterwegs sind hier. Wie guck mal, kann die sich sogar angucken. Wusste ich gar nicht, hier diese Auszeichnungen, die wir schon haben. Es gibt sogar auch da verschiedene. Total witzig, hier zum Beispiel unser Wolftöter. Oder was wir hier schon an Leder und so gesammelt haben. Dann fürs Überleben hier irgendwie. Weil wir hier, genau hier, weil wir zum Beispiel schon 10 Kilometer gelaufen sind. Fürs Bauen. Finde ich aber schon ganz cool auch. Also ich hoffe, dass man die dann auch wirklich irgendwie. Oh, Wolf. Zack, erwischt. Dass man die dann später auch irgendwie noch an den Figuren sieht. Diese Abzeichen. Wäre schon irgendwie cool. Wo liegst du denn? Da liegst du doch. Komm, wir nehmen natürlich schon mit. Ein bisschen Erfahrungspunkte wollen wir haben. Wären wir noch Level 11 in der ersten Mission. Mit Sicherheit sogar. Würde ich sagen, wir haben ja noch zwei Missionsziele. Hier, wenn da jedes Mal noch Gegner kommen. Gibt es ja jedes Mal noch Erfahrungspunkte jetzt hier. So, gucken wir mal. Jetzt geht es hier wieder rum. Wie cool diese Landschaft. Oh, guck mal hier, sieht fast schon ein bisschen aus, wenn es hier in ein anderes Biom gehen würde. So ein kleines Tal hier. Hier wieder, wir sind aber richtig. Wir sind richtig, doch ganz schön weit. Hier müssen wir da oben nicht auch so einen Riesenbogen nachher laufen. Jetzt ist Zeit doch noch knapp, aber wie gesagt, da oben der Timer, der stimmt auf jeden Fall nicht. Sonst die ganze Mühe machen, am Ende scheitert die Mission, weil wir dann zu langsam waren. Uah, komm mal raus hier. So, irgendwo da jaulen schon wieder die Wölfe rum. Bleiben wir mal hier. Können die eigentlich Höhlen dann drin sein? Wahrscheinlich sind wir schon an welchen vorbeigelaufen. Es ruckelt ein bisschen. Warum? Hier kommen, die nehmen wir auch mit. Zack, in die Nase! Gemein, aber Punkte. Und Vorräte. Skrupellos. Erziele 50 kritische Treffer. Ja, da sind wir skrupellos. Das ist aber auch Survival. Da musst du ein bisschen skrupellos sein. Stehst du selber auf dem Speiseplan? Hallo, hallo. Bei denen stehen wir zum Beispiel schon ganz, ganz oben auf dem Speiseplan. Hört sich auch an, als wenn es mehr als einer wäre. Huch. So, was haben wir da unten für ein Canyon? Ist das, oder täuscht das? Das sieht aus wie so ein kleiner Canyon hier. Moment. Wir müssen kurz gucken. Ja, tatsächlich. Sieht ein bisschen so aus. Ist das, wo wir eben unten? Nee, Moment. Nee, das ist nicht das, wo wir durchgelaufen sind. Kann ja gar nicht sein. Was ist ein schönes Spiel, Leute. Augen und Ohren offen halten. Weil weglaufen können wir auf keinen Fall. Dafür sind wir zu langsam. Wenn so ein Bär oder so ein Wolf ankommt, haben wir keine Chance, den wegzulaufen, sage ich. So. Oh, hier vorne scheint es ins Schneebiom zu gehen. Wie cool. Da. Wie so ein Gletscher hier ein bisschen runterkommt vom Berg. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist da vorne. Ich glaube, ins Eisbiom oder ins Schneebiom sollten wir noch nicht gehen. Wir gucken erstmal jetzt hier vorne, wo unser Ziel ist. So, als wenn das hier mitten auf der offenen Fläche irgendwie ist, fast schon. Aber Steine stehen hier auf jeden Fall auch immer. Also irgendwas zum Raufklettern scheinbar hier auch schon mal zu haben. Das ist gut. Das beruhigt schon mal ein bisschen. Solange nicht irgendwelche Riesenmonster kommen.
die uns auch vom Stein runterholen, ist alles gut dann. So, Moment. Wie weit müssen wir jetzt hier noch? Wo soll denn das sein? Hier, da oben drauf? Oder da oben drauf? Wahrscheinlich da oben drauf irgendwo, okay. Das ist aber eine Höhle jetzt hier. Oder auch nicht. Da muss man sich da reinbuddeln. Abbauen kann man es auf jeden Fall. Und das sieht irgendwie schon so, das lädt schon richtig ein, ne? Moment. Keine Zeit auf der Uhr. Doch, wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja noch knapp 48 Stunden Echtzeit. Also das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Als wir angefangen haben, war es eine ganze Woche. Jetzt haben wir erst ein Ziel geschafft. Aber wir stehen ja am zweiten vor der Tür hier. Aber ich glaube, unser Ziel ist eher oben auf dem Berg. Es wird im Freien sein. Und ich glaube, wir hören auch schon auf zu buddeln. Da hat irgendwas geschrien da drin. Hat sich irgendwie sehr insektenmäßig angehört. Riesenkakerlake. Ameisen. Irgendwas anderes. Spinnenhöhle. Blitzsturm! Und wir sind nicht zu Hause! Mal gucken, ob das Spiel jetzt so fair ist, wenn wir so weit weg sind von zu Hause. Ob dann unser Haus abbrennt, abgebrannt ist, wenn wir wiederkommen. Da geht's auf jeden Fall. Ist das cool? Aber irgendwas quietscht da drin rum. Ich glaube, wir sollten das noch nicht aufmachen jetzt unbedingt. Wir gucken erstmal, ob wir da irgendwie oben raufkommen. Irgendwas ist da drin auf jeden Fall ganz komisch gekrächzt. Wir trinken nochmal einen Schluck. Ist das cool, aber. Das war. Und. So ein bisschen. Naja, versteckt nicht wirklich. So ein Höhlengang, aber dass man das selber aufklopfen muss. So. Okay, hier kommen wir aber auch nicht weiter rauf. Ist aber auch noch ein Unwetter. Doch hier. Oh, ich mich erschrocken. Das war der Funk. Da schon, da knurrt irgendwas. Okay, hier ist aber nichts, wo man raufklettern kann. Na, vielleicht. Naja, da kommt doch auch was immer kommt, kommt hier auf jeden Fall auch raufgeklettert, sage ich. Oder? Wir müssen uns erstmal irgendwie unterstellen. Ich glaube. Sonst nehmen wir gleich Schaden, würde ich sagen. Haben wir hier oben noch nicht. Was haben wir hier oben noch einen Höhleneingang? Oder? Ne, da passiert nichts. Oder wir versuchen uns in der Höhle zu verstecken. Aber wer weiß, was da auf uns lauert. Ne, das ist nicht gut. Wir brauchen hier, müssen hier irgendwo. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein-Iglu. Was? Hat irgendwas gebrummt. Dass hier schon ein paar Bären unterwegs sind. Hier, der sieht ganz gut aus. Ich glaube, da können wir uns erstmal drin verstecken. Wie tief ist der? Ja, der ist gut. Okay. Erstmal Unterschlupf suchen. Weil so im Sturm hier möchte ich auf keinen Fall das Radar aufstellen. Ja, haben wir jetzt die ganze Zeit weniger Ausdauer durch den Sturm, weniger Ausdauerregeneration. Oh, wow. Da kracht schon. Weniger Lebensenergie. Alles. Deswegen lieber erstmal sicherheitshalber abwarten. Wir wissen ja auch gar nicht, was hier angerannt kommt. Und ob wir da oben überhaupt sicher sind. Sind wir hier schon mal sicher? Das Feuerchen an. Sehr schön. Okay, warten wir das kurz ab. Boah, da kommt sogar gleich noch irgendwie ein roter Bereich. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was es gibt. Schlägt nicht der Blitz genau vor uns eigentlich, dass wir hier gleich mitten im Waldbrand sitzen.
Ah, es ist so cool gemacht. Und richtig schön, gehört richtig mit dazu zur Herausforderung hier. Da gibt es ja noch, soll ja noch viel schlimmere Wettereffekte geben. Auch gerade in anderen Biomen und so dann noch. Wo man noch bessere Schutzkleidung braucht, die man dann erst später sich freischaltet, auch erst durch noch mehr Missionen machen. Oh. Das ist. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ist das ein Sturm? Ich hoffe, unser Haus steht noch. Wenn es nicht abgebrannt ist, ist es weggeweht worden wahrscheinlich jetzt. Ist aber gleich überstanden. Zum Glück. Aber so atmosphärisch. Mit die besten Wettereffekte bis jetzt in irgendeinem Survival-Spiel. Und da sind wir jetzt auf jeden Fall nicht weit weg eingeschlagen. Ja, so sitzen wir hier im Fackelschein in unserem kleinen Fels-Iglu. Kann man hier nicht auch eine Tür reinbauen, eine Wand? Dann bauen wir uns irgendwo so ein Haus. Wenn wir die großen Steine finden, bauen wir uns ein Haus in den Stein rein. Und dann schlagen wir so eine Tür hier auf von mir, stellen ja ein Stück Wand auf, Tür rein, so in den Stein so ein bisschen reingeglitscht, vielleicht geht das ja. Und dann haben wir ein kleines Hobbit-Steinhäuschen. Probieren wir auf jeden Fall mal aus. Fällt mir gerade so ein, wenn man es hier sieht. Wenn wir jetzt hier so, wenn wir es ein bisschen höher machen, stellt man hier ein Wandelement vielleicht rein. Und dann eine Tür halt. Und innen drin halt alles so ganz genau ausgebaut, dass man halt, ne, dass wir außen nur eine ganz kleine Schicht nur noch überlassen. Brauchen wir einen größeren Stein für. Einen größeren Fels, Felsbrocken. Aber das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Und ob man da dann auch einen Schlafsack reinlegen kann oder so. Weil es auf jeden Fall wäre eine coole Anfängerhütte, eine coole Starthütte. Einfach so einen größeren Felsen suchen, reinklopfen und sich eine Strohwand und eine Strohtür erstmal reinbauen, ganz am Anfang. So. Sturm ist überstanden. Würde ich sagen. Oder dauert es noch, bis die Sonne da hinten kommt. Jetzt regnet es noch eine Weile wahrscheinlich. Ah, es lässt aber schon nach. Ich würde sagen, zählt aber immer noch als Sturmaussetzung, ne? Nee, das geht. Das geht. Oh, wow, hier ist ja alles entwurzelt. Wo brennt's? Nee, Feuer ist... Man hat's aber krachen gehört. Irgendwo muss der Blitz eingeschlagen sein. Das waren nicht nur die Bäume, die umgefallen sind. Was kommt da unten angeschlichen schon mal? Okay. Dann bleibt ja nichts anderes übrig, als zu riskieren, das jetzt aufzustellen hier und dann da hinten rauf zu klettern und das Beste zu hoffen. Okay. Alles klar. Aufgebaut. Aktiviert. Weggelaufen. Aber hier kommt alles hoch. Wahrscheinlich ist das, werden wir gleich von irgendwas so aufgefressen. Scan läuft. 30% abgeschlossen. Da kommt was. Ich sehe nichts, ich bewege. Da kommt was. Was ist das denn? Das sind keine Bären auf jeden Fall. Oh, wow. Der greift das... Stealth Attack! Die wussten gar nicht, dass wir hier sind. Und selbst nachdem ich ihn noch einmal daneben geschossen habe. Jaguare, ne, waren das, würde ich sagen, von der Fellfärbung her. Jaguare gibt's hier auch. Okay. Hier würden zwar eher Pumas reinpassen. Jaguar ist ja eher im Regenwald, im Amazonas unterwegs. Oder nicht nur eher, da ist er unterwegs. Südamerika. Aber es sind auf jeden Fall welche. Ja. Okay, die nehmen wir mit. Wie cool die aussehen. Überhaupt, wie schön die Tiere auch gemacht sind. Auch die Animation, wenn die laufen und so. Wie die sich die Landschaft bewegen.
Wir sind Level 11. Okay, schnell den auch noch. Dann das Ding wieder angeschaltet und weggelaufen nochmal. Alles nehmen. Nochmal ordentlich Erfahrung gegeben. Und wir konnten die sogar von da oben mit einer Schleichattacke erwischen. Ein Treffer hat gereicht. Lauf, 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 lauf. Und versteck dich. So. 90%. Haben wir gleich Ort 3 gescannt. Da kommt noch was gelaufen. Wolfen einfacher. Haben wir auch. Der war aber auch gar nicht aggressiv. Der kam ganz ruhig angestiefelt. Kommt da unten noch einer? Ah, nee. Okay, gehen wir vorsichtig ran. Super, zweites Missionsziel. So habe ich mir das gedacht. Klappt gut. Dann jetzt zurück. Einmal an unserer Basis müssen wir ja eh wieder vorbei. Und dann nach oben noch hoch. Gucken, was da auf uns wartet. Aber das war jetzt quasi weniger schlimm, würde ich fast sagen. Die beiden Jaguare hier waren jetzt weniger gefährlich. So auf den, ja gut, man weiß ja nicht, wie stark die sind, wenn die an einen rankommen. Aber so auf den ersten würde ich sagen, die waren, vor allem auch die konnte man sogar mit einer Stealth Attack erwischen, weniger gefährlich als die Bären. Sehr gut. Ort 3 ist gescannt. Bleibt noch einer. Und dann zurück nach Hause. Dann haben wir die erste Mission geschafft. 100 Credits verdient. Level 11 geworden. Ah nee, das wollen wir, die lassen wir jetzt mal laufen. Wir haben ja genug. Komm. Die lassen wir jetzt mal davon kommen, obwohl das eine gute Position wäre hier. Ah, wir lassen sie davon kommen. Wir lassen sie davon kommen. Wir haben gerade gute Laune. Hat alles geklappt. Sehr schön, wo ich die ganze Zeit gute Laune bei dem Spiel. Macht einfach einen Riesenspaß. So, einmal dahin zurück. Setzen wir unseren Marker erstmal da und laufen gerade hier rüber. 15 Uhr schon. Ein bisschen beeilen. Wir haben zwar eine Fackel jetzt, aber trotzdem möchte ich ungern im Dunkeln unterwegs sein. Ja, ihr dürft alle jetzt laufen. Die laufen jetzt auch. Hier ein bisschen Kürbis. Schluck trinken. Dann ist der Vorrat auch aufgebraucht, tatsächlich. Aber naja, ein bisschen hat es gehalten. Aber müsste eigentlich länger halten, finde ich. Das ist jetzt doch recht schnell verbraucht. Ich kann mal später noch einen besseren Wasserschlauch bauen. Wie cool das auch hier aussieht, die Stelle hier mit der etwas freieren Fläche hier. Wie gesagt, irgendwo da geht es ja ins Schneebio. Aber sollte man noch nicht, keinen Fuß reinsetzen. Da warten wir erstmal. Du bist aber jetzt nicht die. Nicht die Mama. Autsch. Nee. Dann nehmen wir dich mit. Für die Erfahrungspunkte. So, ein Talentpunkt haben wir noch zu verteilen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir würden jetzt am liebsten fast sagen, wir machen Ausdauerregeneration komplett voll. Geben da noch den zweiten Punkt rein. Dass wir das Maximum haben. Und da können wir hier jetzt weitermachen. Was haben wir da noch? Sauerstoffblase. Können wir uns auch noch so Oxid mitnehmen? Sieht so aus. Was ist das hier? Fenster mit Leder. Okay. Tür mit Leder vor dem Fenster. Lederbrustpanzer. Erst mit Level 15. Und wir brauchen dafür die Textilwerke. Was haben wir hier hinten? Fell. Okay, ich würde sagen, da haben wir schon mal, sehen wir schon mal, was wir gut brauchen können, um ins Schneebiom zu gehen. Eine Fellrüstung kommt. Cool. Super. Okay, jetzt geben wir aber da noch keine Punkte. Ich bin noch nicht sicher, was wir jetzt machen wollen hier. Wenn wir jetzt schmelzen, ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch den Amboss auf jeden Fall. Und Eisenmesser. Plus zwei. Das würde ich gern schon mal lernen. Hier haben wir die Schaufel. Hallo? Reh. Alles klar. Ich glaube, wir laufen erstmal nach Hause und dann gucken wir nochmal ein bisschen. Dass wir erstmal einigermaßen im Sicheren sind. Ein Stück Weg haben wir noch. Viel Zeit haben wir nicht mehr, bevor es dunkel wird. Lieber erstmal ein bisschen in Bewegung bleiben und dann gleich nochmal gucken. Weil ich will eigentlich erst ein bisschen Punkte da reingeben, wenn wir auch die Ressourcen gefunden haben. Weil wir wissen ja noch gar nicht, wo wir das bekommen und wie viel man davon bekommt, ob sich jetzt schon lohnt.
Wir haben noch gar kein Eisen gesehen, noch kein Kupfer gesehen. Wahrscheinlich in so einer Höhle drin. Da hat er irgendwas rumgefaucht. Da möchte ich dann auch vorbereitet reingehen in so eine Höhle. Hätten wir mal merken sollen auf der Karte, wo die ist. Aber wir finden bestimmt noch eine. Machen wir dann alles in den weiteren Missionen. Wir haben noch ganz, ganz viel vor uns. Bin ich so gespannt drauf. Weil wenn man auch diesen Missionsbaum gesehen hat, schon am Anfang, wie viele Missionen da bereitstehen und was für verschiedene Missionen, auch mittlerweile ja auch Hardcore-Missionen, dann Expeditionsmissionen, die auch über 30 Tage gehen, wo man teilweise manchmal auch nicht mal ein Missionsziel hat, sondern einfach 30 Tage Zeit, Icarus zu erkunden sozusagen. Und sich mal ein bisschen Überblick zu verschaffen über die Karte, über die 64 Quadratkilometer. Weil da sie handgebaut ist, kann man das ja auch machen. Weil es ja hier, wie gesagt, nichts prozedural generiert, alles handgebaut, und dann kann man auch sich die Karte angucken, auch ein paar Ecken merken und dann auch wiedererkennen. So, hier vorne ist schon wieder irgendwo ein Reh rumgeschlichen. Wir sind jetzt hier und jetzt müssen wir direkt nach da oben durch. Oh, schon nach 16 Uhr. Ich glaube, wir sprinten jetzt mal den Rest nach Hause durch. Hoffen, dass wir nicht in den Wolf reinsprinten. Beziehungsweise ein Wolfsrudel. Einer allein ist ja auch noch kein Problem. Eine einfache Rüstung haben wir ja schon komplett. Zum Glück die Faserrüstung. Die bringt auch ein bisschen was. Merkt man schon, ob man die anhat oder nicht. So, zurück zum Haus. In der Abenddämmerung. Hier kommt der Kürbis, kommt nochmal mit. Bisschen was essen auf dem Weg. Ja, lass mal so. Laufen, laufen, laufen. So, wir bauen die Schmelze einmal auf, dass wir gesehen haben, wie sie aussieht. Dass wir es einmal hingestellt haben, jetzt schon mal auch. Gleich. Material haben wir ja. Ist hier vielleicht auch noch ein Höhleneingang? Näher dran irgendwo. Irgendwie ruckelt es die ganze Zeit so ein bisschen. Seit es einmal kurz geruckt hat, seitdem ist zwischendurch immer wieder so ein bisschen am Ruckeln. Und teilweise es läuft auch nicht ganz flüssig teilweise. Vielleicht bilde ich mir jetzt aber auch gerade ein bisschen ein. Oh, es wird dunkel, Leute. Das ist gar nicht gut. Weil wir können ja nur eins. Entweder halten wir einen Bogen in Hand oder eine Fackel. Entweder sehen wir was oder wir kämpfen. Gämse. Machen nicht so einen Krach. Das finde ich aber auch so gut, dass die ganzen Tiere auch wirklich, dass man die Geräusche genau zuordnen kann. Also nicht was für ein Tier, aber die Richtung ziemlich sicher. Wenn hier irgendwas durchs Unterholz knistert, genauso wie wir dabei Krach machen, wenn wir hier durchlaufen, hört man sofort, ob wir auf einer freien Wiese laufen eben oder ob man hier so ein bisschen, ne? Auch was ist, was man so streift. So einen einfachen kleinen Busch hier. Oder was mit ein bisschen Holz, wo man auch einen Zweig hier, wo man zum Beispiel hier raschelt es nur, ne? Und wenn wir jetzt an so einem Baum vorbeigehen, dann knackt es auch, weil wir dann einen Zweig abknicken oder hier an so einem. Sofort wieder ein ganz anderes Geräusch nochmal. Diese ganzen kleinen Details finde ich super. Und gerade eine gute Soundkulisse trägt für so ein Spiel so viel bei. Das ist oft das, was dann so. Man hat eine tolle Landschaft, aber wenn der Umgebungssound nicht passt, wenn man den Wind nicht richtig rauschen hört, wenn das alles, ne, und die Ambientgeräusche, also die Umgebungsgeräusche einfach nicht ausreichend und vernünftig gemacht sind, dann geht ganz viel Atmosphäre verloren. Und wenn sie gut gemacht ist, trägt so viel dazu bei. Auch wie gesagt, die Wind- und Regengeräusche, auch wenn man, als wir im Haus standen, das Holz, man hört das so ein bisschen knarren und so. Apropos Haus. Nicht, dass wir jetzt ankommen und haben gar keins mehr. Oh-oh. Spannung steigt. Mal gucken. Wolf voraus. So wie sie es. Genau voraus, so wie sie es anhört. So ist das schon unser heimischer See. Ja. Gleich geschafft. Oh, die Lichtstimmung. So. Ich will ja eigentlich nicht so gerne so weit schwimmen. Also mit viel Anlauf. Oh wei. Oh wei. Du bist aber. Oh Gott. Nee, der schwimmt weg.
Schnell raus hier. Ganz komisches Gefühl gerade. Schnell, schnell, schnell raus aus dem Wasser. So aus wie so ein Mini-Hai. So, Haus. Müsstest du nicht eigentlich da drüben, müsstest du nicht eigentlich da drüben stehen? Moment, es ist weg, ne? Ja, es ist abgebrannt. Da stehen nur noch unsere Reste. Ah! So ist das. Tatsächlich einfach abge... Oder vielleicht auch vom Wind. Aber ich schätze mal, dann ist es doch abgebrannt. Ist das fies? Habt ihr auch schon gehört, aber auch dazu. Normalerweise soll man sein Haus ja auch später dann mitnehmen. Seine wichtigsten Sachen. Und alles, was man braucht. Das Gute ist aber, haben wir ja schon gesehen, das Spiel bleibt so fair und lässt die meisten Sachen über. Und auch selbst den Inhalt der Kisten, hier auch Türen und so behalten wir über. Wir hatten ja hier eine Kiste. Da ist sie. Ne, da ist sie, ne? Ja, was wir da eingelagert haben, ist da. Und die Kiste ist noch da. Unsere Werkzeuge sind noch da. Also es geht alles. Alles halb so schlimm. Weil man das ja eben dann doch recht schnell wieder aufgebaut bekommt. Zumindest immer so ein einfaches Haus, ne? Kriegt man ja schnell wieder hingezimmert hier. So, dann gehst du mal raus. Zerstören. Essen. Wir sammeln schon mal kurz die Fenster ein. Die können wir alles stapeln. So. Zack. Du da rein. Und Tür nehmen wir auch schon mal mit raus. Dann... Der Oxidator, der brennt immer ab, ne? Der geht hoch. Sauerstoff, das brennt halt gut. Oh Mann, wir haben viel zu viel Kram. Wir müssen erstmal kurz die Kiste als allererstes wieder aufstellen, würde ich sagen. Solange kein Unwetter kommt, gehen die ja nicht kaputt. Wenn jetzt ein Unwetter kommt und die Sachen stehen so draußen frei, hier geht die Kiste kaputt. Aber so jetzt nicht. Schmeißen wir hier mal kurz ein paar von den Knochen rein. Und hier auch kurz mal die 100 Stein. Dann hier das Leder. Schmeißen wir da wieder rein in die Kiste. Am besten bauen wir uns gleich noch einer auf. Wir haben ja Material. Ein bisschen Holz haben wir noch in der Tasche. Müsste reichen für noch eine Kiste. Stellen wir noch eine her. Wo ist sie? Da, wir können sogar die mittlere Holzkiste bauen. Egal, wir bauen uns noch eine kleine. Zwei kleine reichen auch erstmal. Ja, genau, sagst du auch. Zack, dahin. Du kommst mit, das kommt mit. Sauerstoff kommt mit, das Fell kommt schon mal mit. Schmeiß mal da, oh, da alles rein. So. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt auch kein richtiges Haus mehr. Das lassen wir jetzt sein. Wir haben noch ein Missionsziel. Das machen wir in der nächsten Folge. Da gehen wir direkt aufs Missionsziel. Und, Moment, das hier rein. Würde ich sagen, kommen wir jetzt hier langsam zum Ende dieser Folge. Ich sortiere noch ein bisschen die Sachen jetzt hier ein. Stelle mal kurz noch ein kleines Lagerfeuerchen auf, würde ich sagen. Oder unsere Feuerstelle vielleicht können wir auch aufstellen. Wenn wir noch Platz haben. Geh mal weg hier. Zerstören. Stellen wir kurz unsere Feuerstelle hier einmal auf. So. Kann auch hier freistehen. Ein bisschen Holz rein. Schon mal aktivieren. Ganze Fleisch da rein. So, und was haben wir hier noch? Schlafsack. Nehmen wir erstmal eine Tasche. Die ganze Holzkohle brauchen wir jetzt noch nicht. Die kann man später noch brauchen irgendwie. Für bestimmte Medikamente oder so. Was ich da auch schon mal ein bisschen gelunzt habe im Tech Tree. Zack, das hier. Okay, ihr Lieben. Soweit, so gut. Zweite Mission, wie lange haben wir geschafft? Haus ist wieder mal abgebrannt. Aber spätestens ab der nächsten Folge, ab der nächsten Mission bauen wir unsere Häuser dann aus Stein oder mit Blitzableiter. Oder beides. Okay, das ist das, das ist das. Stellen wir uns gemütlich ans Feuer, genießen den Abend ein bisschen und kommen zum Ende dieser Folge. Ja, zweites Missionsziel geschafft. Soweit sieht es ganz gut aus. Jetzt dürften wir ungefähr wahrscheinlich noch, immer noch so bei einem Tag und was weiß ich, wenn wir, also für die nächste Mission haben wir mit Sicherheit immer noch einen ganzen Tag dann Zeit. Knapp. Das passt also. Und dann heißt es zurück nach oben die ersten Belohnungen ab. Und erstmal schauen, was am letzten Spot dann noch auf uns wartet. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Werk haben wir jetzt gebaut. Amboss schon mal gelernt. Schmelzofen schon mal gelernt. Aufbau können wir jetzt nicht, weil wir kein Haus mehr schon wieder mal haben. Aber na gut. Man kann den Abend auch so verbringen hier. Kann man die Nacht eben nicht skippen. Aber es geht auch. Geht auch so rum.
Okay, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr jetzt gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich nämlich am allermeisten freuen. Ansonsten bleibt mir zusammen, wie immer, lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.